Hallo zusammen. Wenn ihr das seht, habe ich soeben meine Aufnahmeprüfung hinter mich gebracht. Aber auch jetzt sind wir schon am Tag davor und ich bin ziemlich aufgeregt, aber ich freue mich auch schon mega drauf. Heute rede ich ein bisschen über die Berufsfachschule in Sulzbach-Rosenberg, warum ich mich da bewerbe und warum das vielleicht auch für euch ein guter Schritt wäre, wenn ihr Musicaldarsteller werden wollt. Wenn man Musicaldarsteller werden will, hat man sehr viele Möglichkeiten, vor allem was auch die Ausbildung angeht. Wo sich aber, soweit ich sehen kann, alle in der Szene einig sind, ist, dass man die besten Erfolgschancen auf eine erfolgreiche Karriere hat, wenn man ein Studium an einer der staatlichen Hochschulen absolviert. Die Möglichkeiten dafür sind die ADK in Berlin, die August-Everding-Akademie in München, die MUK in Wien, die Folkwang-Universität der Künste in Essen und die Hochschule in Osnabrück. In diesen Städten bekommt man eine sehr, sehr gute fundierte Ausbildung. Man hat eine gute Chance, gesehen, entdeckt zu werden. Und es ist auch noch alles kostenlos, was einem die exorbitanten Kosten vieler Musical-Ausbildungen erspart. Aber weil das eben so der Weg ist, Musical-Darsteller zu werden, wollen die natürlich viele gehen. Und so bewerben sich jedes Jahr 100 bis 200 Leute auf die jeweils 6 bis 10 Plätze an diesen Unis. Und um da herauszustechen und gut genug zu sein, genommen zu werden, muss man sich gut vorbereiten. Und ein wirklich toller Ort für diese Vorbereitung ist eben die Berufsfachschule in Sulzbach-Rosenberg. Aber was ist das denn? Berufsfachschulen gibt es sowohl staatliche als auch private einen ganzen Haufen in Deutschland. Dort bekommt man eine Ausbildung, die einen sowohl für das professionelle Leben als Musiker vorbereitet, als einen auch qualifiziert, Ensembleleiter für Laienmusiker zu sein. Viele Leute benutzen Berufsfachschulen als einen Zwischenschritt zwischen Schule und der Bewerbung an eine Hochschule. Das ist eben nicht nur Musicals der Fall, sondern auch in der größten Sparte für Berufsfachschulen, der Klassik, und aber auch im Rock-Pop-Jazz-Bereich, wo es inzwischen auch einige Berufsfachschulen gibt. Musical ist dabei aber etwas, was ein bisschen aus dem Raster fällt, und so gibt es tatsächlich in ganz Deutschland nur eine Berufsfachschule für Musik, die Musical anbietet, und das ist die in Sulzbach-Rosenheim. Und ja, ich war selber genauso überrascht wie ihr wahrscheinlich, dass es genau in diesem Kaff in der Oberpfalz diese Berufsfachschule gibt. Also, was macht man denn so in Sulzbach? Das Ganze ist eine zweijährige Ausbildung, die man mit einem pädagogischen Aufbau auf 3 Jahre verlängern kann. Man hat Unterricht in den Hauptfächern Gesang, Schauspiel, Tanz und Ensembleleitung, aber auch einen Haufen Theorieunterricht in Musiktheorie, Musikgeschichte, Gehörbildung, Harmonielehre etc. und zusätzlich aber auch noch Instrumentalunterricht, vor allem Klavierunterricht. Wen interessiert, wie der Stundenplan genau aufgebaut ist, der kann einfach auf der Website vorbeischauen oder diesem Kanal folgen, falls ich genommen werde. Dann nehme ich euch mal mit. Warum sollte man denn nach Sulzbach gehen? Kommen wir mal zu den großen Vorteilen. Erstens, es ist kostenlos. Ihr hört richtig, man bekommt wirklich 2 Jahre intensiven Unterricht in Sparten, wo man sonst sehr viel Geld zahlt für Tanz- und Gesangsunterricht. 2 Jahre lang kostenlos eine richtig gute Ausbildung, weil das Ganze ist eine staatliche Schule und deshalb wird alles gestellt, ihr zahlt höchstens Kopierkosten. Zweitens, es ist die perfekte Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen. Dieser ganze intensive Unterricht zielt tatsächlich hauptsächlich darauf ab, alle Schüler auf die Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Und deshalb wird da wirklich gezielt darauf hingearbeitet. Es gibt ihnen auch der Erfolg recht, jedes Jahr schaffen es eigentlich mehrere Leute, einen Platz zu ergattern an einer der Hochschulen. Und auch wenn man es natürlich privat schaffen kann, wenn man Privatunterricht hat, hat man da wirklich alles an einem Ort und kann wahrscheinlich auch einfach ein Programm entwickeln, das perfekt für einen passt und seine Stärken zeigt. Drittens,
Gruppen sind sehr klein. In jedem Jahrgang gibt es so 6 bis 10 Leute. Insgesamt gibt es 17 Musicals in allen 3 Jahrgängen. Das heißt, man hat wirklich sehr, sehr persönlichen Unterricht. Gesang natürlich einzeln, Tanz in Kleingruppen, die man sonst wohl kaum bekommt, wenn man so große Workshops mitmacht. Und zudem kommt natürlich, dass man in so einem kleinen Rahmen, in so einem Kaff, sicherlich eine tolle Gemeinschaft aufbauen kann miteinander, was einem sicher auch hilft, wenn man dann zusammen zu den Aufnahmeprüfungen fährt und sich einfach unterstützen kann. Viertens, es ist super vielseitig. Natürlich schaffen wir es nicht in jedem Jahrgang alle an einer Hochschule. Aber in diesen 2 Jahren hat man so viel verschiedenen Unterricht, vor allem was die Grundlagen von Musik angeht und von Pädagogik, dass man sowohl mit dem Abschluss, den man bekommt, als auch einfach mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, super viel im musikalischen Bereich machen kann. Also, wer sollte sich alles so in Sulzbach bewerben? Alle, die Musical-Darsteller werden wollen, aber einfach noch Zeit brauchen, sich und ihre Kunst zu entwickeln. Leute, die sich gerade noch nicht bereit fühlen, die Aufnahmeprüfungen abzulegen und sie auch zu schaffen. Und alle, die irgendwas mit Musik machen wollen und vielleicht auch Musical, aber sich noch nicht ganz 100% sicher sind, ob das wirklich die Richtung ist, die sie gehen wollen. Für mich ist es auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich brauche wirklich Zeit. Sowohl stimmlich, weil meine Stimme halt erst seit 3 Monaten stabil ist, als auch tänzerisch, weil ich erst seit 1 Jahr Tanzunterricht nehme. Also auch einfach persönlich. Im Musicalstudium hast du keine Zeit mehr für irgendwas. Das ist wirklich mehr als ein Vollzeitjob. Aber in Sulzbach hast du nur ungefähr halbtags Unterricht und du hast Zeit, deine eigenen Projekte voranzubringen. Wie zum Beispiel in Anatevka zu spielen oder einen YouTube-Kanal zu machen. Und man hat einfach Zeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Habe ich euch überzeugt? Da steht natürlich die Frage im Raum, wie kommt man denn nach Sulzbach-Rosenberg und was ist diese Aufnahmeprüfung, vor der ich die ganze Zeit rede? Ja, für Sulzbach muss man tatsächlich eine Aufnahmeprüfung bestehen. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, Glück, soweit ich sehen kann, haben sich nur 17 Leute beworben. Das waren aber vor 2 Jahren auch mal 40. Und für diese Aufnahmeprüfung muss man vorbereiten 3 Songs. Ein Monolog und ein Gedicht. Am Tag selbst hat man dann morgens eine Theorieprüfung und dann kommt zumindest bei mir der Vortragsteil, also Songs und Gedicht und Monolog. Und dann zuletzt kommt noch eine Tanzprüfung, wo dann Ballett und Jazz geprüft wird. Wer ganz genau wissen will, wie das läuft, der schaut einfach nächste Woche wieder rein, weil wenn ich für euch heute die Aufnahmeprüfung habe, versuche ich natürlich zu vloggen und ich weiß, es wird wahrscheinlich an vielen Stellen nicht erlaubt sein, aber dann muss ich halt mit Commentary wie bei dem Anatev-Vlog irgendwie auffüllen. Ich glaube, das wird super interessant und super informativ und wenn euch das interessiert, dann abonniert doch und drückt die Glocke, dann verpasst ihr es auch nicht. Wenn jetzt auch jemanden interessiert, wie mein Programm aussieht, weil ich bezweifle, dass ich morgen filmen werden darf, wie ich meine Aufführung mache. Ich habe auf Instagram einen One-Take von meinem ganzen Programm hochgeladen. Er ist leider Audio- und Video qualitativ nicht besonders gut, aber er ist da, falls es irgendwen interessiert. My desk is so busy, it's making me dizzy, there's so much I gotta do. Ein Wunder, ja, ein Wunder ist geschehen, so wie der Herr einst Daniel nahm. Whom is the eye of the mountain below? Ein Gedanke, groß und vermessen wie meine Leidenschaft, drängt sich vor meine Seele. Keiner weiß, wie arm du bist. Und jetzt muss ich gehen, weil ich muss noch meine Sachen packen, denn wenn stundenlanges Videoschauen über Audition Prep mir eines beigebracht hat. Man sollte sich nicht zu sehr fertig machen und man sollte sich jede Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, man will nicht am Tag der Audition noch Zeug packen, vor allem nicht, wenn ich um 8.30 Uhr in Sulzbach-Rosenberg sein soll.
Hilfe. Deshalb, ich mache mich jetzt auf. Falls ihr noch irgendwelche Informationen wollt, falls es euch interessiert, dann schaut doch auf der Webseite der Berufsfachschule vorbei oder auf deren Instagram. Das ist alles in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Und dann sehe ich euch nächste Woche bei meinem Vlog und ja, vielleicht poste ich auch auf Instagram kurz, wie es lief. Bis dann. Ciao!